Am 13. Juni ist es soweit. Dann startet die 4. Staffel von The Boys mit den ersten 3 Folgen auf Amazon. Der Trailer lässt schon vermuten, es wird noch politischer. Der Konflikt zwischen Homelander und Starlight-Fans wächst und spitzt sich zu. Und wir bekommen auch ein paar neue Helden, die wir bereits aus der Spin-Off-Serie kennen, wie etwa Sam und Kate. The Boys hat inzwischen eine eigene riesige Welt aufgebaut. Es gibt neben den 3 Staffeln eine Spin-Off-Animationsserie mit The Boys Diabolical, die kleine Einzelgeschichten erzählt, die nicht Kanon sind, einen eigenen YouTube-Kanal des fiktiven Unternehmens Wort mit der Late-Night-Show Cameron Coleman und eben auch die kürzlich erschienene Spin-Off-Serie Gen V. Bei so einer großen Welt kann man leicht den Überblick über die ganzen Handlungsstränge der vorherigen Staffeln verlieren. Deswegen haben wir euch in diesem Video nochmal das Wichtigste aller 3 Staffeln und der Spin-Off-Serie zusammengefasst. Und wenn ihr dann auch noch immer nicht genug habt von The Boys, wir werden auf jeden Fall auch wieder Folgenbesprechungen machen, wie schon zu Gen V. Schaut also auf jeden Fall gerne bei uns rein und jetzt viel Spaß. Mit Staffel 1 starten wir in eine Welt, in der Superhelden ganz normal Teil des Alltags sind. Sie werden Supes genannt und sind nicht so diese Idealvorstellungen, die wir immer bei Marvel oder DC sehen, sondern sind wirklich düstere, kaputte Figuren teilweise. Es ist eine sehr dunkle Welt, in der wir starten. Die meisten dieser Supes arbeiten für ein Unternehmen namens Wort. Später stellt sich aber im Laufe der Staffel heraus, dass diese Superhelden ihre Kräfte gar nicht, wie man ursprünglich denkt, von Geburt an haben, sondern durch eine Droge namens Compound V, die ihnen als kleines Kind gespritzt wird. An der Spitze von Wort, als Aushängeschild sozusagen, stehen die Seven, die größten Superhelden der Welt, angeführt von Homelander. Und an den erinnert ihr euch bestimmt, der wird uns die nächsten Staffeln auf jeden Fall noch länger begleiten. Nach außen hin gibt er zunächst noch das Bild von dem beliebten Vorzeige-Superhelden ab, als der er präsentiert wird, aber schon ab der ersten Folge, in der er ein Flugzeug abschießt, sieht man eigentlich seine Skrupellosigkeit und das Böse in ihm. Zu Beginn wird er noch von Madeline Stillwell unter Kontrolle gehalten, die Wort damals noch leitet und die durchsetzen will, dass die Supes im Militär für die nationale Sicherheit eingesetzt werden können. Zu Beginn der Serie bestehen die Seven aus Homelander, A-Train, Queen Maeve, Black Noir, The Deep und Translucent. Lamplighter ist kurz vor Start ausgeschieden und zu Beginn der Serie stößt deshalb Starlight bzw. Annie neu dazu. Sie ist auch unsere Identifikationsfigur und mit ihr lernen wir die Welt der Seven ein bisschen kennen. Sie lernt ganz schnell, dass die Seven nicht so nobel und glamourös sind, wie es nach außen wirkt, und steht der Gruppe, obwohl sie ja Teil des Teams ist, von Anfang an eher skeptisch gegenüber. Auf der anderen Seite stehen unsere Boys, angeführt von Billy Butcher, der einen persönlichen Rachefeldzug gegen Homelander und alle Supes führt, weil er davon ausgeht, dass Homelander seine Frau getötet hat. Mit in der Gruppe sind seine Freunde oder zumindest Arbeitskollegen. Freundschaft ist ein schwieriger Begriff in der Welt von The Boys. Mother's Milk, Franchi und später auch noch Kimiko, die selbst eine Superheldin ist. Allerdings funktioniert ihre Zusammenarbeit manchmal eher durch Zwang als wirklich durch Freundschaft. Neu bei den Boys ist Huey, dessen Freundin zu Beginn der Serie von A-Train wirklich durchrannt wird und einfach explodiert. Da sieht man auch schon, wie brutal und wie grafisch diese Serie einfach ist. Huey und Annie sind unsere Hauptcharaktere, die sich auch im Laufe der Serie immer mehr aneinander annähern und über die wir die Welt kennenlernen. Die Boys töten Translucent und finden später heraus, dass die Supes mit Compound V nur gezüchtet wurden, anstatt eben mit Kräften auf die Welt zu kommen, was zu Beginn der Serie eben noch ein Geheimnis ist. Außerdem erfahren wir, dass die Supes sich den Stoff Compound V auch wie eine Droge spritzen können, um ihre Kräfte zu verstärken. Das hat aber Gefahren. Wir lernen in diesem Kontext auch Grace Mallory kennen. Die ist ehemalige Anführerin der Boys. Butcher fragt sie um Rat und sie hilft auch widerwillig. Aber eigentlich hat sie sich zurückgezogen und arbeitet nur noch ab und zu für die CIA, weil ihre Enkelkinder bei einem Einsatz gegen Supes von Lamplighter getötet worden sind. Am Ende der Staffel konfrontiert Butcher die Chefin von Wort, eben Madeline Stillwell, damit, dass Compound V eigentlich den Kindern gespritzt wird und sozusagen die Eltern entscheiden, ob das Kind ein Superheld wird oder eine Superheldin wird oder eben nicht. Das findet dann auch Homelander heraus und tötet Madeline Stillwell daraufhin, die ihm vorher als Mutterfigur noch sehr unter Kontrolle hatte, selbst, weil sie ihm zusätzlich auch noch verheimlicht hat, dass er einen Sohn hatte. Butcher versucht, Homelander zu töten, scheitert aber daran
und wir finden heraus, dass Butchers Frau Becca noch lebt und von Ward an einem geheimen Ort mit dem Sohn festgehalten wird, der aus einer Vergewaltigung durch Homelander hervorgegangen ist. In der zweiten Staffel versucht dann Homelander, die Kräfte seines Sohnes weiterzuentwickeln und sich diesem als Vater anzunehmen, was Becca, Butchers Frau, alles andere als freut. Und wir bekommen auch ein paar neue Akteure. Stormfront, die mysteriöse Nachfolgerin von Translucent, kommt in die Seven. Und Stan Edgar tritt, nachdem er anfangs nur erwähnt wurde, nach dem Tod seiner Untergebenen Madeleine Stillwell als Chef von Ward auf. The Deep schließt sich unterdessen einer religiösen Gruppe an, The Church of the Collective, oder die Kirche des Kollektivs, die von Alistair Dane geleitet wird. Nachdem das Image von The Deep sehr stark darunter gelitten hat, dass öffentlich wurde, dass er Starlight in Staffel 1 sexuell belästigt hat. Ähnlich schlecht steht es um A-Train, der abhängig von Compound V ist und es ebenfalls bei der Kirche des Kollektivs versucht. Währenddessen versuchen die Boys und Starlight, das Geheimnis des Compound V an die Öffentlichkeit zu bringen. Doch als sie sich mit Susan Rayner, einer alten Freundin vom CIA, treffen, explodiert plötzlich ihr Kopf. Und es wird auch nicht der einzige Kopf bleiben, der explodiert in dieser Staffel. Trotzdem gelingt die Veröffentlichung der Compound V-Informationen mit Annies Hilfe schließlich. The Boys wollen nun einen Zug fangen, um von ihm ein Geständnis zu bekommen. Aber das Liebespaar aus Homelander und Stormfront verhindert das. Die Zerstörung, die dabei entsteht, wird von Stan Edgar genutzt, weiter den Plan voranzutreiben, dass die Supes zur nationalen Sicherheit eingesetzt werden dürfen. Die Boys finden heraus, dass Stormfront eine der ersten Supes war und enge Verbindungen zum Nationalsozialismus aufweist. Das Geheimnis wird nach und nach öffentlich und die Boys versuchen, Wards Machenschaften aufzudecken, indem sie etwa eine Einrichtung infiltrieren, in der Experimente an Supes durchgeführt werden. Dabei treffen sie auf das ehemalige Seven-Mitglied Lamplighter, der gegen Ward aussagen möchte und den Mord an Mallorys Enkelkindern gesteht und bereut. Doch nicht alles läuft gut, denn Ward findet heraus, dass Annie gegen sie gearbeitet hat und nimmt sie daraufhin fest. Huey und Lamplighter versuchen sie zu retten, wobei Lamplighter sich selbst anzündet und stirbt. Mit der Hilfe von Queen Maeve können sie allerdings entkommen. Queen Maeve hat schon die gesamte Staffel immer wieder mit sich selbst gehadert für all die Verbrechen, die sie mit angesehen hat. Etwa das Flugzeug, das Homelander abstürzen ließ. Am Ende der Staffel will in einer Anhörung, geleitet von Victoria Newman, einer politischen Akteurin, die langsam das Rampenlicht betritt und auf der Seite der Boys zu stehen scheint, der damalige Ward-Wissenschaftler Jonah Vogelbaum gegen Ward aussagen. Allerdings explodieren plötzlich alle Köpfe. Peng, peng. A-Train liefert Huey und Annie Informationen über Stormfront. Er hat sich gegen die Kirche des Kollektivs entschieden und versucht nun so wieder in den Seven Fuß zu fassen. Im großen Finale stiehlt Homelander seinen Sohn Ryan von Becca zusammen mit Stormfront. Butcher gelingt es nach langer Suche, die Standorte von Ryan und Becca herauszufinden. Butcher will Ryan natürlich retten, aber nicht zu Becca bringen, sondern er macht eigentlich einen Deal mit Stan Edgar, dass dieser Ryan bekommt, damit er Homelander kontrollieren kann. Butcher hat nur Interesse an seiner Frau und nicht an dem Kind. Er entscheidet sich dann doch dagegen, diesen Deal einzuhalten. Stormfront erwischt Becca im Wald, doch Ryan nutzt zum ersten Mal seine Laseraugen, tötet Stormfront und verletzt dabei auch seine Mutter tödlich. Butcher schwört, Ryan zu beschützen und auf ihn aufzupassen, dass er nicht zu Homelander wird. Er bringt ihn dann zu Mallory, ihrer CIA-Bekannten, die auf ihn aufpassen soll. Queen Maeve erpresst Homelander damit, dass sie das Video veröffentlicht, in dem man sieht, wie er ein Flugzeug mit Unschuldigen abstürzen lässt. Stormfront wird für alle Verfehlungen verantwortlich gemacht und am Ende gründet Victoria Newman das Büro für Supes. Und da erfahren wir auch, dass sie die Headpopperin war, denn sie bringt auch noch den Anführer der Kirche des Kollektivs um. Ihre Motive bleiben allerdings dabei unklar. Staffel 3 wollen wir uns vielleicht ein kleines bisschen ausführlicher angucken, weil das ja sozusagen der neueste und wichtigste Stand ist, auf dem wir sind. Wir haben einen kleinen Zeitsprung von einem Jahr und Huey arbeitet für Victoria Newman in einer neu gegründeten staatlichen Agency, die sich mit Verbrechen von Superhelden auseinandersetzt, weiß aber anfangs noch nicht, dass sie Superkräfte hat.
Die Boys untersuchen mit Queen Maeves Hilfe den mysteriösen Tod von Soldier Boy circa 40 Jahre zuvor, weil sie eine Waffe finden wollen, die gegen Homelander einzusetzen ist. Gleichzeitig steigt Annie innerhalb der Boys auf und ist mittlerweile schon fast Co-Captain neben Homelander. Und wir finden noch heraus, dass es eine neue Art von Compound V gibt, nämlich V24, das auch Menschen nehmen können und mit dem sie dann für kurze Zeit Superkräfte bekommen. Stellt sich allerdings relativ schnell heraus, dass die Nutzung von V24 sehr große Gefahren birgt und bei 3 bis 5 Dosen schon tödlich sein kann. Bevor die Boys dann herausfinden, dass Newman Superkräfte hat, finden sie heraus, dass sie die Adoptivtochter von Stan Edgar ist. Homelander beginnt langsam auch offiziell durchzudrehen und in einer Geburtstagsrede verkündet er, dass er besser ist als alle anderen, woraufhin seine Beliebtheit stark nach oben steigt. Natürlich. Mit Annie und ihm bilden sich langsam 2 Lager innerhalb der Seven und der Seven-Fans heraus, die, glaube ich, auch in Staffel 4 dann eine zentrale Rolle spielen könnten. Homelander will die Ratings noch mehr nach oben pushen und möchte inszenieren, dass er und Annie ein Paar sind. Zusätzlich holt er The Deep dann auch noch zurück in die Seven. Die Boys sind parallel dazu in Russland und erwecken Soldier Boy aus einem Kryo-Schlaf, kämpfen kurz mit ihm, wobei Kimiko schwer verwundet wird und ihre Kräfte verliert, die sie später aber mit Hilfe von Frenchie, die mittlerweile eine Beziehung führen, zurückgewinnt. Soldier Boy kann aber besänftigt werden und geht daraufhin mit den Boys auf einen Rachefeldzug gegen sein altes Team, weil sie ihn verraten haben und eben vor 40 Jahren in diesen Kryoschlaf geschickt haben. Die Boys erfahren die Details davon über Mallory, die neben Black Noir damals auch selbst anwesend war. Der Zustand von Soldier Boy ist aber aufgrund des langen Schlafs und einer posttraumatischen Belastungsstörung sehr unsicher und kann seine Kräfte immer wieder einfach nicht ganz kontrollieren. Butcher und Huey helfen ihm, weil sie ohne Skrupel ihn als Waffe gegen Homelander einsetzen wollen, was das Team wiederum spaltet, weil die anderen nicht ganz einverstanden sind damit. Währenddessen wird Queen Maeve von Homelander eingesperrt, als sie ihm sagt, dass sie ihn von Anfang an gehasst hat. Wir erinnern uns ja an die Geschichte mit dem Video über ihm, in dem er das Flugzeug abstürzen lässt. Seitdem war die Stimmung zwischen den beiden ja sowieso ein bisschen angespannt. Dabei erleben wir zwischendurch auch Hero-Gasm, eine riesige Orgien-Superhelden-Party, bei der es dann auch zum Kampf zwischen Soldier Boy, Huey, Butcher und auf der anderen Seite Homelander kommt, bei dem Soldier Boy zwar erneut in einer riesigen, unkontrollierten Explosion auslöst, aber Homelander trotzdem davonkommen kann. A-Train tötet den rassistischen Blue Hawk, bricht aber dann zusammen und kann nur durch eine Herztransplantation von eben diesem Blue Hawk gerettet werden. Währenddessen erfahren wir auch, dass Soldier Boy Homelanders Vater ist. Maeve entkommt währenddessen aus der Gefangenschaft. Homelander konfrontiert dann auch Black Noir mit der Geschichte, weil dieser ja damals Teil von Soldier Boys Team war und auch wusste, dass Homelander Soldier Boys Sohn ist, das aber verheimlicht hat. Im Laufe von diesem Gespräch tötet Homelander Black Noir. Die Boys Queen Maeve und Soldier Boy wollen immer noch Homelander töten und tun sich in einem finalen Kampf zusammen, in dem aber auch Ryan mit reingezogen wird, der Sohn von Homelander und Butchers Frau. Nachdem Soldier Boy wieder außer Kontrolle gerät und Ryan angreift, kämpfen alle gemeinsam. Butcher beschützt dabei seinen Stiefsohn, obwohl er sich ja vorher eher von ihm distanziert hat, beziehungsweise sie ein sehr schwieriges Verhältnis hatten. Maeve opfert vermeintlich ihr eigenes Leben, um die anderen vor Soldier Boys Explosion zu schützen, aber sie überlebt und verliert ihre Kräfte und zieht sich ins Exil zurück. Es ist die Frage, ob wir sie in Staffel 4 überhaupt nochmal sehen werden. Ryan zieht, obwohl Butcher sich für ihn eingesetzt hat, mit Homelander fort, während Soldier Boy wieder eingeschläfert wird. Im Epilog erfahren wir dann, dass Butcher nur noch ein paar Monate zu leben hat, wegen der Nutzung von V24, und dass Starlight jetzt offiziell Teil der Boys ist, obwohl sie aber gleichzeitig alibimäßig, vermutlich als Informantin, bei den Seven bleibt. Es endet dann damit, dass Homelander in aller Öffentlichkeit einen Zivilisten tötet und dafür Applaus erhält. Außerdem kriegen wir noch mit, dass Newman, die zwischenzeitlich zwar mit Homelander zusammengearbeitet hat, als Vizepräsidentin kandidieren möchte und dafür nicht vor Mord zurückschreckt. Ihre Motive und ihre Seite bleiben immer noch ein bisschen im Dunkeln, wobei Homelander ihre Tochter auch immer wieder als Druckmittel gegen sie einsetzt. Ward distanziert sich von Stan Edgar und dieser wird in den Zwangsruhestand geschickt. Ashley, die ehemalige Sekretärin von der verstorbenen Grace Mallory, wird offiziell Chefin von Ward, aber sie entpuppt sich dann nach und nach eigentlich nur als Puppe von Homelander, der die Firma nun fast alleine kontrolliert. In der Spin-off-Serie Gen V
geht es dann um eine Universität für Subs, die von Ward betrieben wird. Vordergründig um Helden auszubilden, eigentlich aber um an Subs zu experimentieren, was unsere Heldengruppe aus SchülerInnen im Laufe der Staffel herausfinden. Die Direktorin hat, wie sich später herausstellt, einen Hass auf alle Subs, weil Homelander ihre ganze Familie umgebracht hat, und lässt Experimente durchführen, um ein Virus herzustellen, der über Berührung und Bakterien weitergegeben wird und die Subs nicht nur kontrolliert, sondern auch umbringen kann. Am Ende der Staffel nimmt Victoria Newman die einzigen verbliebenen Proben davon und tötet den Wissenschaftler, der sie hergestellt hat. Doch auch Butcher erfährt nach Durchsuchung der Universität von den Experimenten und dem Virus. Die meisten unserer Hauptfiguren, Marie, André, Jordan und Emma, die sich im Laufe der Staffel als Heldenteam herausstellen und gegen die Universitätsleitung und damit auch Ward arbeiten, werden am Ende in einem geheimnisvollen Labor eingesperrt, weil sie bezichtigt werden, Subs angegriffen zu haben, obwohl sie nur die Menschen am Campus verteidigt haben. Die eigentlichen Verantwortlichen, Kate und Sam, der psychisch labile Bruder des verstorbenen Vorzeigeschülers Golden Boy, dessen Selbstmord die Nachforschung der Gruppe ausgelöst hat, stellen sich im Laufe der Staffel trotz emotionaler Verbindung zu unseren Protagonisten als Gegner heraus. Obwohl ihnen das Chaos am Campus zuzuschreiben ist, werden sie von Ward als Helden inszeniert. Nachdem unsere eigentlichen Protagonisten eingesperrt wurden, nimmt Ward Kate und Sam auf und macht sie zu Vorzeigehelden der Firma. Am Ende der Staffel sehen wir Homelander, der sich auf ihre Seite stellt. Er ist es, der die eigentlichen Helden angreift und dafür sorgt, dass sie eingesperrt werden. Ihr seht, die Welt von The Boys gibt wirklich total viel her und wir freuen uns wirklich mega auf Staffel 4, um da auch wieder ganz tief einsteigen zu können und genauso wie wir es schon bei Gen V gemacht haben, einfach mal ausführliche Folgenbesprechungen dazu machen zu können. Ich bin sehr gespannt, die ersten 3 Folgen starten am 13. Juni auf Amazon Prime und ihr dürft auf jeden Fall von uns Folgenbesprechungen erwarten. Wenn ihr bis dahin nicht abwarten könnt, dann hört euch entweder sehr gerne unsere Besprechungen zu den einzelnen Folgen von Gen V an oder hört vielleicht allgemein mal in unseren Podcast rein. Da geht es nicht immer nur um The Boys, sondern einfach um ganz viele verschiedene Sachen rund um Filme und Serien. Da ist bestimmt für euch auch was mit dabei. Und ansonsten hören wir uns spätestens in der Woche vom 13. Juni.